Glaubenstraining, Familie, das ist heute unser Thema im LiveNet-Talk. Ich begrüße euch ganz herzlich hier, wo ihr jetzt gerade seid im Moment, daheim, in eurer Wohnung oder unterwegs vielleicht, im Smartphone reinschauen, reinhören. Mein Name ist Florian Wüthrich, ich bin Redaktionsleiter von LiveNet und Jesus.ch. Schon der bekannte Schriftsteller und Pfarrer Jeremias Gotthelf hat gesagt, dass im Hause beginnen muss, was leuchten soll im Vaterland. Und so ist es auch mit dem Glaubensleben. Daheim in der Familie können sich Kinder am natürlichsten an Glauben herantasten. Die Familie ist so der erste Ort, wo sie das kennenlernen können. Und gerade Zeiten wie die jetzige, wo ja die Eltern viel daheim sind, bieten natürlich Chancen. Einige Eltern fühlen sich vielleicht auch überfordert. Im heutigen Talk reden wir darüber. Was heisst es konkret, wenn Familie für sich sagt, wir wollen dem Herrn dienen? Welchen Auftrag haben die Eltern dabei? Wo fängt die Verantwortung an? Wo hört sie vielleicht wieder auf? Kann man etwas so delegieren an die Kirche? Das sind spannende Fragen, wo wir jetzt darauf eingehen. Und natürlich haben wir auch wieder spannende Gäste dabei. Ich begrüße herzlich Madeleine Häsler in ihrem Daheim zu Reitnau im Kanton Aargau. Sie ist dreifache Mutter, Katechetin und leitet zusammen mit ihrem Massnetzwerk Schweiz, wo unter anderem ja die grosse Evangelisation live on stage durchführt. Im Moment seid ihr vielleicht nicht gerade in diesem Film, habe ich mir nur so überlegt, Madeleine, welchem Film bist du so im Moment, gerade Corona-Zeit? Ja. So wie alle anderen auch, Homeschooling und daheim planen, vorbereiten, arbeiten, leben, überleben. So wie die meisten anderen Mütter ja auch geht mit drei kleinen Kindern. Ja. Aber geht gut, alles in allem? Geht gut, ja. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir sowieso geplant haben, für eine zweimonatige Auszeit zu machen. Im Februar sind wir also schon in die USA geflogen und haben uns eigentlich schon ein halbes Jahr vorher überlegt, wie wenn wir dann das Homeschooling durchführen. Wir haben uns schon lange damit auseinandergesetzt und sind natürlich von dem her, haben wir schon einen Monat Übung gehabt, wo dann die ganze Corona-Krise über die Welt zusammengebrochen ist und wir dann müssen heimkommen. Und inzwischen, so nach zwei Monaten, sind wir eigentlich recht ein eingespieltes Team, auch mit den Familien und mit den Kindern. Ja. Also seid ihr eigentlich betroffen gewesen von dieser Rückholaktion, die man da auch hatte, oder? Dass alle Schweizer wieder zurück in die Heimat kommen? Ja, wir haben wirklich praktisch von einem Tag auf den anderen haben wir uns müssen entscheiden und haben müssen ein neues Billett organisieren und heimfliegen. Und am Anfang waren wir schon sehr gefrustet gewesen. Und andererseits muss ich auch sagen, wir sind auch einfach dankbar, gell, dass wir in so einem schönen Land wohnen, ein grosses Haus haben, die Kinder raus können gehen spielen. Und von dem her sind wir da schon sehr privilegiert, ja. Okay, wir sind gespannt auf die Tipps, die ihr weitergeben könnt. Also du natürlich jetzt, aber ihr als Familie, die das ein bisschen schon erlebt habt, in Amerika und nachher auch jetzt hier weiter, in dieser Corona-Quarantänezeit oder Isolation, wo wir uns ein bisschen drin befinden. Dann begrüße ich herzlich auch Sabine Jäcki. Sie ist Single, leitet den Kids-Treff in der Kirche in Prisma und ist Kindersekretärin bei FEG Schweiz. Auch für dich sicher eine spezielle Situation, Kinder nicht mehr zu sehen. Wie erlebst du das im Moment, Sabine? Ja, es ist wirklich ganz eine andere Zeit. Ich bin sehr gerne mit Kindern unterwegs und mit Leuten, die mit Kindern zusammen eben den Glauben leben. Sei es mit den Eltern, mit meinen Leuten von unseren Teams oder eben den Leiterinnen und Leitern. Und jetzt so in dieser Spannung zu sein, meine Situation ist ganz anders. Es ist nicht langweilig, aber es ist ruhig. Und so mir immer vorstellen, wie es jetzt bei den Familien wuselt und alle nach aufeinander sind. Und mir so zu fragen, wie geht es ihnen? Was kann ich ihnen geben oder dienen? Was kann ich von ihnen hören? Es ist so wie die Unterschiede, das finde ich im Moment so krass. Genau. Mir geht es gut. Geniessen auch die kreativen Dinge in diesem Ganzen, eben neue Wege finden, Beziehungen pflegen auf diesem Weg, Ermutigung weitergeben, Hoffnung weitergeben. Aber doch eben, es ist ganz, ganz anders. Genau. Und du erlebst eben wirklich den Detail, wo wir auch schon darüber geredet haben, hat man vielleicht jetzt nicht gerade bei diesem Sendungsthema erwartet, das ich gesetzt habe, dass man auch einsam kann sein kann, manchmal, oder eben viel Zeit mit sich selber verbringt. So. Ja.
eine Art ist es ja auch ein Vorrecht und man ist ja auch gefordert, das ganz bewusst zu gestalten. Aber weil sich weniger Begegnungen einfach so ergeben im Alltag, muss man sie vielleicht auch suchen. Oder auch auf so feine Winken einfach von Jesus hören, wo man manchmal jemanden erinnert und dann gleich zum Telefon hören, sei das jemand anderes, der auch Single ist oder vielleicht eine alleinerziehende Mutter oder einem Gottenkind anrufen oder einfach so Beziehungen suchen oder pflegen. Oder manchmal kommt es ja auch von anderen Seiten. Und dann sind dann so Begegnungen oder Gespräche oder Videocalls wie etwas wirklich Besonderes. Genau. Oder in der Nachbarschaft, so natürlich auch. Aber die Nachbarschaft kenne ich noch nicht so gut, weil ich erst im Herbst hergezügelt habe. Okay. Gut. Freut mich, dass du hier dabei bist. Sabine, herzlich willkommen. Gell? Und dann haben wir noch den Matthias Kuhn, besser bekannt als Kuno. Er wohnt in Thun, ist vierfacher Vater. Die sind alle schon ein bisschen älter, die Kinder. Hören wir dann davon. Er brennt leidenschaftlich dafür, die Jüngerschaft ganz natürlich im Familienalltag zu leben. Kuno ist Pfarrer vom G-Movement, Referent an vielen Anlässen in der Schweiz und im Ausland. Und er ist auch Autor von diesem Buch, unter anderem. Ich habe es Fan schon gelesen, wo es rausgekommen ist. Und da werden wir sicher einiges auch noch hören aus diesem Buch und darüber können reden. Aber zuerst auch die Frage mal zu dir, Kuno, auf Thun. Wie geht es dir im Moment? Und mir geht es blendend. Wirklich. Also einerseits genieße ich es mega, dass ich vor gut einer Woche bin Grossvater geworden. Oder mir Grosseltern geworden. Das ist natürlich eine herzliche Gratulation. Ne? Das erste Mal, genau. Da habe ganz neue Emotionen am Kennenlernen. Selber bin ich körperlich ein bisschen angeschlagen, jetzt nicht wegen Corona, mehr gemeint, es hat Corona. Dann habe ich herausgefunden, dass ich negativ bin. Ich bin schon ein positiver Mensch, das war okay. Und bin immer noch so ein bisschen in Behandlung da in den Käfer, wo sich... Aber es ist fast die beste Zeit, den Käfer jetzt richtig mal zu Boden zu ordnen. In dieser Zeit, weil durch das es ganz viele Events natürlich nicht sind, ganz viele auch. Ja, auch die Dienste wegfahren, natürlich viel Livestream. So. Ja, im Moment nicht ganz so eine hohe Pace laufen wie sonst. Ich habe jetzt angefangen mit Kinderfilmen. Das habe ich mal das Gefühl gehabt, soll ich mal machen. Das hat mir jetzt mega Spass gemacht, aber schon anstrengend gewesen. Und gleichzeitig freue ich mich einfach, ja, über die, ja, jeden Tag neu die Chance zu entdecken, die die Zeit auch mit sich bringt. Ja, genau, super. Die Kinderfilme, den Hinweis, die ich jetzt gleich schon platzieren, die gibt es auch auf LiveNet, die kann man dort abrufen. Die du jetzt hier gemacht hast, kann man biblische Geschichten hören mit den Kindern nachher. Wirklich eine super Sache, die wir auch sehr gerne unterstützen. Ja, Kuno, ein Thema, das sicher dich sehr brennend auch immer wieder interessiert. Du hast auch drei Kapitel diesem Thema gewidmet in diesem Buch, das ich vorher schon erwähnt habe. Dass man eben das in der Familie auch leben kann. Und ja, ich frage mal ein bisschen so in die Richtung. Es ist ja eben mehr als biblische Geschichten erzählen, oder? Das, was du darunter verstehst, dass man den Glauben in der Familie leben kann. Was könnte das so ein bisschen heissen, das Glaubenstraining Familie, das wir als Thema heute haben? Ich meine, als Jesus vom Himmel auf die Erde ist gekommen, der immer von dem Reich Gottes erzählt. Er hat ja nicht gesagt, ich bin gekommen, das Evangelium zu bringen. Das natürlich auch. Aber er ist gekommen. Er ist gekommen, für wirklich ein anderes Königreich zu bringen, ein Reich vom Himmel, Ansätze, Werte, die völlig diametral sind oft zu den Werten, die wir leben. Und so Familientraining mit Jesus bedeutet für mich einfach das Reich Gottes mit all seinen Werten, wo wahrscheinlich am extremsten in der Bergpredigt zum Ausdruck kommt, was für ein Paradigmenwechsel das ist. Mit dem Kind, aber natürlich nicht nur ein Kind, da bin ich permanent gefordert und meistens überfordert, die Werte vom Reich Gottes einfach umzusetzen. Heisst zum Beispiel, lieb deine Feinde. Und das nicht immer einfach in einer tollen Kindergeschichte, also in meiner lieben Geschichte, die Werte vermittelt unbedingt, sondern wirklich immer wieder zu überlegen, und das war unser Ansatz, gewesen, was redet Gott, was tun wir retten? Was heisst das? Nicht nur einfach, was gibt es für christliche Informationen? Habe ich irgendwie meine christliche Platte aufgeblasen? Sondern vielmehr, was heisst das jetzt? Ah, das heisst, es könnte sein, dass wir den Ausländer, der so Soldorf tut, lassen, dass wir genau den zum Geburtstagsfest einladen. Und so weiter. Einfach so, das wäre für mich so der ganz praktische Ansatz. Oder eben grosszügig sein. Oder
ja, ich meine, Jesus gibt uns so viel Wertewechsel mit und dass wir das nicht nur versuchen, eben zu lehren, sondern zu leben. Das wäre für mich so der Inbegriff. Und da gibt es natürlich endlos viel Stoff. Also die Bibel fordert mich tagtäglich aus, Werte zu überdenken in meinem Leben. Und man könnte jetzt schon sagen, dass eigentlich das Ganze mit dem Virus wie ja, ein Moment ist für ein richtiges Training in dem, oder? Ein Trainingscamp für Familien fast schon, oder? Genau, ich meine, ich finde es gar nicht cool, natürlich all die Einschränkungen, obwohl es super finde, dass der Bundesrat so uns daher geführt hat. Aber es hat eben auch seine Chancen. Ich glaube wirklich, als wir Kirche angefangen haben, hatte ich auch das Gefühl, ich mache ein riesen Kindercamp, wo ein Zeug, die Kids waren happy. Und ich finde, Kinderarbeit nach wie vor etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber wenn es nicht in der Familie anfängt, ist es wie etwas outsourced, das schlussendlich nicht in die Familie hineinfindet. Und ich glaube, Reich Gottes bauen vom Kleinen zum Grossen. Und je nachdem, also was in der Familie lebt, das ist schlussendlich der Ort, wo der Fiebermesser muss gesteckt werden von jeder Kirche. Und nicht der Sonntagmorgen, wie schön das da ist. Und da haben wir, ja, da haben wir einen Weg zurückgelegt, wo Gott mir selber beschnitten hat, der auch in mir gab, mit Kindern und Jugendlichen unterwegs zu sagen, hey, du musst die Eltern mitnehmen, du musst sie in Pole Position bringen und darfst noch ergänzend wirken. Unbedingt, Kirche hat einen wichtigen Part. Aber bring sie ins Spiel. Und nicht nur ins Spiel, sondern in die Hauptverantwortung. Und das ermutigen sie da, auch wenn sie vielleicht anders machen und weniger attraktiv als das Kinderprogramm in Kirche. Aber es hat eine Kraft. Wir wissen, dass gibt eine Studie, 93% der Väter der Glaube leben, sind 93% der Kinder, die dann wirklich dem Jesus auch nachfolgen. Das ist noch krass. Und dort speziell Väter zu ermutigen, natürlich nicht nur Väter, sondern auch Mütter, echt den Jesus daheim zu repräsentieren, in all unserer Schwachheit. Und das überfordert uns gigantisch. Ich glaube, wir müssen, wenn wir über das Thema reden, müssen wir sehr viel über Überforderung reden, weil manchmal haben wir das Gefühl, hey, all die Sonnyboy-Christen da, all die, genau, die Geschleckten, die da am Sonntagmorgen herkommen und alle geschält von, ja, so, wenn die wüssten bei uns, und so, und sagen, hey, nein, bei uns läuft es auch chaotisch, aber wir sind entschieden, im Chaos liebt es Jesus auch zu leben, so, und wir wollen ihn trotzdem drin haben. Fragen wir einmal nachher, wie das Madeleine Häsler im Moment so erlebt, mit ihrer Familie, 3 Kinder, die alle schon in der Schule sind. Madeleine, so Momente von Überforderung, kennst du das auch oder gerade so in der jetzigen Zeit? Ja, natürlich. Also gerade beim Homeschooling, da klopft es und tätscht es manchmal. Der Jüngste ist in der 1. Klasse und das geht manchmal gar nicht so, wie er will. Und da bin ich schon immer wieder herausgefordert. Also wir haben auch schon ein Geschrei im Haus und ich war froh, dass die Nachbarn nicht so neu gewohnt. Aber was uns schon, als wir Kinder bekommen haben, ist es uns mega wichtig, dass unsere Kinder Gott und die Nächsten lieben, so sehr wie sich selber. Also steht das wichtigste Gebot, wir sollen Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit ganzem Verstand und den Nächsten so sehr wie uns selber. Und das ist das, was wir regelmässig beten für unsere Kinder und was wir probieren zu leben daheim. Und so haben wir auch gesagt, hey, mit dem Homeschooling, es ist ja auch eine riesige Chance, effektive Zeit, wo man wirklich mit den Kindern oder wo die Kinder an dem Schulmaterial hocken, sind eigentlich nicht mehr als 2, 3 oder vielleicht mal 4 Stunden. Und darum haben wir gesagt, wir wollen die erste Zeit am Morgen, nach dem Morgen, dann, wie wir noch am fittesten sind, wie wir am paratesten sind, die erste Stunde, ja, die wollen wir so als Familienzeit brauchen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und das haben wir schon ganz am Anfang schon gestartet und ich habe mir das so ganz harmonisch vorgestellt, wie wir dann als Familie da zusammenhöckeln und dann singen und beten und wie dann alles friedlich ist. Aber das ist also auch nicht immer so gewesen, ist also auch jetzt noch nicht immer so. Da hat es auch emotionale Zeiten gegeben und ich habe selber auch gemerkt, gerade wie man Spannungen hat in der Familie oder auch in der Ehe, wie man zusammen isst oder Auto fährt oder einen Ausflug macht, das verträgt alles noch. Aber wie man so zusammen als Familie will, Zeit mit Gott verbringen, dann geht das einfach nicht. Also wenn da die Mädchen herhocken und schon beim Herhocken sagen, du hast meine Hosen an, ich habe die überall gesucht und diese Kiefeln zurück, dann ist eigentlich schon die ganze geistliche Stimmung schon mal vorbei.
Ja, und so haben wir uns irgendwie immer wieder einen Weg gesucht. Wir haben gesagt, wir wollen dranbleiben, wir wollen die erste Zeit am Morgen als Familie mit Gott verbringen und haben inzwischen wirklich so schöne Zeiten erlebt, jeden Morgen noch. Und wir haben gemerkt, was wir hier erleben, wie unsere Kinder wachsen, das kann man mit keinem Geld, das kann man mit nichts aufwiegen. Uns ist aber auch ganz wichtig dabei, dass wir sagen, es soll eine fröhliche Zeit sein. Es soll eine Zeit sein, wo die Kinder gerne und freiwillig dabei sind. Wo jeder etwas reingeben kann, wo man zusammen lacht, wo man dann auch vielleicht einzeln mal mit einem Kind noch spazieren und beten. Oder einzeln mit einem Kind etwas in der Bibel lesen und einen Teil vielleicht auch zusammen. Und das bereichert uns sehr. Aber wir sind immer noch herausgefordert. Also, gerade diese Woche hat auch ein Mädchen dann plötzlich gefunden, ich komme nicht, ich bin nicht dabei, ich will heute nicht. Und dann haben wir einfach die Türen offen gelassen und haben gesagt, schau, es ist freiwillig, du darfst, du musst nicht, weil es ist uns ganz wichtig, dass sie das wollen von sich aus. Und am nächsten Tag ist sie dann fröhlich wieder in der Runde gehockt, weil wir gemerkt haben, sie will auch dabei sein. Es ist ja lässig, als Familie also eine coole Zeit zu verbringen und vielleicht dann auch Bestätigung zu bekommen, selber mal eine Geschichte erzählen, selber ein Lied auslesen, selber etwas Gedanken tragen. Das ist einfach eine riesige Bereicherung für eine Familie. Mhm. Aber es braucht so immer wieder die Entscheidung, mal, wir wollen das machen. Es ist uns wichtig. Weil sonst hätten wir schon nach dem zweiten Tag gefunden, komm, es ist zu mühsam. Komm, ich auch alleine Bibel lesen. Ja, die Kinder sollen selber doch einfach ein Kassette hören. Wäre einfacher. Ja, ja, okay. Es ist ja auch ein bisschen so, dass da haben wir auch gestern etwas auf LiveNet publiziert, einen Beitrag dazu, dass eigentlich jede Familie auch ein bisschen ihren Weg muss finden muss, wie sie das machen will. Oder? Jetzt haben wir ein bisschen gehört bei euch. Würdest du sagen, dass ja, einen gewissen Teil könnte man fast übertragen, jede Familie oder je nach Alter der Kinder, das macht ja noch sehr viel aus. Oder? Ja, würdest du sagen, es wandelt sich stark jetzt auch durch das, wie die Kinder eben älter werden und so. Ja, das würde mich noch interessieren. Also ich merke schon, umso kleiner das Kind sind, umso mehr sind sie noch Fan von einem. Also ich merke, unser Erstklässler, der liebt uns noch innig. Der kommt am Morgen noch kuscheln. Für den gibt es nichts Größeres als allein mit uns Zeit zu verbringen. Und die anderen zwei auch noch, obwohl das älteste Mädchen, das jetzt dann schon in die Pubertät kommt, dort fängt sich jetzt das schon langsam an zu ändern. Und ich habe einfach gemerkt, es ist so wertvoll, die Zeit, wo die Kinder noch so klein sind, wo sie alles aufsaugen, was wir ihnen geben. Sie sind wie ein Schwamm. Auch wie wir als Familie einen Bibelvers auswendig lernen, die haben dann nach kurzer Zeit können die dann drin. Und es ist mir so wie bewusst geworden, weil die Kinder sind so wie Pflänzchen, die uns anbefallen sind worden. Und wenn sie dann mal gross sind, dann sind sie selber für sich verantwortlich. Aber jetzt, als sie noch so klein sind, ist es fest auch in unserer Hand, wie dass wir unsere Kinder schützen, auch gerade was sie vielleicht schauen, was sie hören in dieser Zeit, in der sie daheim sind. Aber es ist auch eine Zeit, in der wir sie prägen können, dass sie Wurzeln schlagen. Wie wir ja im Psalm 1 lesen, wo steht, das Wort Gottes, wer verwurzelt ist, Der ist wie ein Baum im Wasser, also wer das Wort von Gott kennt. Und das merke ich in meinem Leben. Und das ist etwas, was uns ganz wichtig ist, dass unsere Kinder biblische Geschichten, aber auch einzelne Bibelverse oder Lieder auswendig lernen, anfangen kennen. Und das sind so wie Wurzeln, die sie in Boden wachsen, wo ich weiss, irgendwann mal ist das da. Ist ja nicht in unserer Hand, ob sie als Erwachsene noch glauben oder nicht, das wissen wir ja nicht, für das beten wir. Aber alles, was wir hier jetzt in die Herzen können einpflanzen können, das ist etwas, was ihnen bleibt. Und in dieser Zeit, in sie noch so klein sind, haben wir einfach so viele Möglichkeiten. Wenn sie umso grösser sie werden, das ist dann eine Frage, die ich auch noch stellen will, wie man denn das macht, wenn sie dann wirklich Teenies sind, wenn sie dann wirklich das Nachteil daheim haben und dann eben anders geführt werden. Ja. Kommen wir noch dazu. Aber ich möchte noch gerne Sabine Jäcki jetzt auch in unser Gespräch mit Ihnen nehmen, weil sie hat ein bisschen eine andere
Seite, die sie noch reinbringt, die ich eben auch interessant finde. Du teilst das Anliegen natürlich voll, Kinder zu begeistern für den Glauben. Du probierst, Familie mitzunehmen, auch sicher in deiner Arbeit, für die Weg, aber auch in Kirche Prisma zu Rapperswil. Was ist dir jetzt einfach so durch den Kopf gegangen, wenn du ihnen beiden zugelassen hast? Das ist ja immer auch spannend, ja, in Familie reinzuschauen, oder? Wie sie es machen. Genau, in die Familie oder in die Familie, die ich von ihnen höre. Also, mein Herz schlägt ja mega dafür, dass die Gemeinde und die Familie miteinander eben können für die nächste Generation da sein, dass wir da eine Partnerschaft können leben können, dass die Kirchen unterstützend sein können für dort, was eben im Alltag passiert, dort, was Leben ist. Und das ist daheim, das ist im Alltag, das ist in der Familie. Und es ist zum Beispiel jetzt gerade bei uns im Kids-Treff haben wir in den letzten Monaten so eine Serie gehabt zum Thema Bibel. Und ein Gebetsanliegen von uns war, dass die Kinder so wie es noch mehr entdecken, selber daheim eine Bibel zu lesen. Und als ich jetzt das Gebetsanliegen noch wieder aufgenommen habe, ist mir so bewusst geworden, hey, das hat jetzt noch viel mehr eine Relevanz bekommen. Jetzt können wir uns nicht mehr treffen, für am Sonntag miteinander die Bibel zu entdecken und ihnen schmackhaft machen und zugänglich machen. Jetzt passiert es nur oder gerade eben daheim, und so auf eine besondere Art. Und wenn ich dann so höre oder miterlebe von Families, wenn ich eben sehe, ja genau, da passiert, sie finden einen Weg, sie sind da dringend, bringt das mein Herz zum Jubeln. Also vielleicht zwei, drei Beispiele. Wir haben jetzt von der Kirche im Prisma machen wir so Filme, Kinder-Kirche-TV für die grösseren und für die kleineren Kinder und bekommen manchmal Rückmeldungen. Und wenn man dann so Fotos überkommt von Familien, die in der Stube sind und miteinander worshipen oder miteinander ein Spiel gerade machen oder eine biblische Geschichte gerade entdecken und wir haben vielleicht einen kleinen Impuls oder Idee können geben und sie nehmen das gerade auf, dann finde ich, ja genau, es passiert dort, wo es eben gelebt wird. Oder auch wenn Familien eine Struktur suchen, wie können wir jetzt in dieser besonderen Zeit, wie es Madeleine erzählt hat, hat auch eine Familie hat ein Foto geschickt und gesagt, ja, wir haben wieder das Liederbüchli vorgenommen vom Family Camp. Und mit diesem Liederbüchli wollen wir jetzt miteinander immer den Tag an, mit unseren kleinen Kindern. Und dann merkst du so, ah cool, etwas, was wir haben zusammen erlebt als Gemeinde, darf jetzt im Daheim weiterleben und gerade eine Hilfe sein. Das freut mich irgendwie mega. Und umgekehrt auch Ideen, die daheim entstehen, die sie dann zur Verfügung stellen für noch andere. Eine Familie hat gesagt, wir haben jetzt eine Idee, wir haben ein Familienprojekt, wir würden mit unseren Kindern jede Woche ein neues einen Teil von der Noah-Geschichte mit dem Playmobil nachstellen, filmen und das euch dann schicken, dass ihr das einbinden könnt in die Clips für andere Kinder. Das ist mega cool, wie sie da das als Familienprojekt machen, miteinander die Geschichte erleben und gerade anderen eben weitergeben. Und das freut mich mega, eben, wie jetzt das auch nicht nur von der Kirche zu der Familie, sondern von der Familie auch zu anderen. Das freut mich mega, das ist auch schön. Das ist so gelebte Partnerschaft. Ja, gelebte Partnerschaft ist auch an einem Ort, wo du mir schon im Vorsprech hast gesagt, mit anderen Kirchen zusammen, nämlich funktioniert das auch recht stark jetzt in der Corona-Zeit, oder? Dass ihr viel austauscht oder schaut, hey, wie machen die es, was könnten wir noch. Hast du das Gefühl, es bringt vielleicht auch den ganzen Bereich so ein bisschen noch mehr auf den Sack, dass man zusammen wirklich den Kindern super optimal dienen kann. Ja, das erlebe ich sowieso eigentlich schon, oder leben wir sehr grosszügig und unkompliziert. Gemeindeübergreifend, verbandsübergreifend. In meiner Aufgabe als bei FEG Schweiz, da sind wir ja vernetzt oder mit Kindern im Fokus, mit Kids-Treff. Und wir haben, gerade als die Corona-Zeit hat angefangen, haben wir ein paar in uns zusammengetan und gesagt, hey, wie könnten wir eine Plattform machen, Austauschplattform, dass man so Ideen für Kinder, für Familien, für Leiter einfach zugänglich machen kann. Und das ist gerade auch schnell, ist man miteinander ins Gespräch gekommen, wir haben auch auf der Kinder im Fokus-Seite können die Ideen anfangen, multiplizieren, wo einfach so, es geht nicht um Gärtli, sondern es geht ums gemeinsame Reich Gottes, so wie wir können da weitergeben und teilen, was er uns anvertraut. Das ist wirklich schön. Wir haben vorher schon mal über das Stichwort geredet, Sabine, von Überforderung. Weißt du, es sind ja jetzt nicht alle, sagen wir mal, wie Madeleine, die ja. Hat viel Background als Katechetin, der Kuno natürlich
auch in dem Sinne haben wir jetzt hier auch so ein bisschen Leute, die gewöhnt sind, auch, weißt, in diesem Bereich zu leiten. Und, aber da sind plötzlich ja, irgendwelche Bücher, Familien oder Leute, die in einem Büro einfach sonst arbeiten, nicht im vollzeitlichen Dienst, gefordert, ui, jetzt bin ich da dran. Und also auch noch nicht Lehrer oder so, Lehrerinnen sind. Im Homeschooling-Bereich ist das genau auch ein ähnlich. Was würdest du hier sagen? Also seid ihr dort auch speziell sie am Begleiten und ermutigen sozusagen? Ja, wir probieren es dort, wo wir, also jetzt bei unserer Kirche sind wir zum Beispiel durchgegangen, alle Adressen durchgegangen, überlegt, wo sind Alleinerziehende, die Support braucht, und wie können wir die mit jemandem vielleicht verknüpfen, der in der Nähe wohnt. Also, dass es dort nicht nur von der Leitung zu der Basis, sondern auch die Basis miteinander verknüpfen. Oder, ja, ich glaube, da kommen auch Kleingruppen ins Spiel, dass man einfach einander unter die Arme greift und probiert, halt in dieser distanzierten Zeit auf eine andere Art näher zu leben. Aber ich glaube, es ist ein kleines Handicap, dass man eben vielleicht weniger wahrnimmt oder weniger hört, wo gibt es Knöpfe, wie kann man dort helfen, weil es eben in den vier Wänden sich abspielt. Ich weiß nicht, wie das die anderen erleben. Es melden sich ja dann auch nicht alle, die sagen, klar. Hey, die Decke auf den Kopf, kann mir mal jemand helfen? Das wissen wir wahrscheinlich nie so ganz, was jetzt wirklich abgeht. Aber trotzdem, es ist ja interessant, der Kuno hat dort in seinem Buch das auch so erwähnt, bei dem Weekend, das er gemacht hat, mit den Vätern. Ich habe ja müssen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Oder da hast du sie einfach ins kalte Wasser geschossen und gesagt, so, also jetzt können wir mal stille Zeit machen. Vater, Sohn oder Vater aus Kind. Tut mal, es hat ihr eine Stunde Zeit gegeben oder so. Und jetzt werden wir mal schauen. Und das sind ein paar auch schon so ein bisschen, also du beschreibst es ja, ein bisschen auf die Welt gekommen. Wieso jetzt das? Ja, weil ich glaube, wir leiden ja oft unter einem permanenten Minderwert. Gerade in den geistlichen Sachen. Oder? Also, ich meine, Sachen, die wir uns vielleicht gewohnt sind, wir wissen, das Veloflicken kann man so, kann man es dem Kind beibringen. Das kann man, hey, vielleicht Spaß, ich bin schon dort überfordert. Aber, aber in Bezug auf geistliche Sachen haben wir immer das Gefühl, das müssen wir delegieren. Es gibt irgendwie Heavys, die das können und die sind irgendwie für das ja angestellt. Und so, und ich habe nicht verstanden, dass echt durch Jesus das allgemeine Priestertum ist eingesetzt worden, nämlich dass jeder, der mit dem Jesus unterwegs ist, ein Verantwortungsträger ist. Und die Kinder sind uns anvertraut worden, nicht, und Gott sagt nicht, oh Mist, das habe ich ganz vergessen, dann kann ich das gar nicht. Sondern Gott hat die Kinder uns anvertraut im Wissen, hey, wenn du nur 5 Brötchen, 2 Fische hast, das reicht im Fall. Die Frage ist nur, geben wir sie oder geben wir sie nicht? Und das ist die grosse Herausforderung. Ich glaube, wir vergleichen und denken, der andere hey, der hat so ein theologisches Wissen, ist so kreativ und was auch immer, kann so gut erzählen. Und dann verstecken wir die 5 Brötchen, 2 Fische sauber im Hosensack und warten, bis die Kälber hart sind. So, anstatt zu sagen, hey, du hast etwas, gib das, was du hast. Und dort werden wir einfach Leute ermutigen. Und vielleicht ist ein Förster, der eine Begeisterung entfachen kann für den Gott, wie er wunderbar den Wald gemacht hat. Dann sage ich dem, hey, fang doch mit dem an. Du musst ja nicht mit der Offenbarungsauslegung anfangen. Sondern fang mit dem an, wo Gott dir anvertraut hat. Teil das. Und das Reich Gottes wächst immer dort, wo wir das, was wir haben, wo wir anderen zugänglich machen. Und die feindliche ja, die Tendenz ist uns zu sagen, du hast gar nichts, steck das sofort in die Hosensack, es wird ganz peinlich. So, und ich glaube, dort Eltern zu ermutigen, zu sagen, nein, auch wenn du nur 3 Gleichnisse weißt in der Bibel, das spielt keine Rolle. Aber fang an, die Gleichnisse deinen Kindern zugänglich zu machen. Und es wird mehr. Ich sage dir, es wird mehr. Es wird immer, was wir geben, wird immer vermehrt werden. Genau. Und das, glaube ich, das ist der Challenge. Und da müssen wir nach an Leute dran sein. Da müssen wir uns auch verlässlich machen. Da müssen Leute auch wissen, der Kuno hat es dem Fall nicht einfach im Griff. So, der hat, okay, nice, to know. So, und ich darf den Teil, den ich habe, darf ich auch geben. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, auch für Kinder gibt es nichts Größeres als so eine Lehre oder so etwas von den Eltern zu hören.
Also gerade ich sehe den Einfluss von einem Vater auf ein Kind ist ganz ein anderer, schon nur als der Einfluss von mir. Also darum schätze ich das sehr, dass der Gabriel auch sich sehr beteiligt an den Zeiten, die wir mit Gott verbringen, obwohl ich dann mehr aufs Homeschooling fokussiert bin. Aber gerade so die Glaubenszeiten als Familie ist der Gabriel da auch sehr beteiligt. Und für Kind gibt es nichts Größeres, als wenn er sagt, hey, das hast du jetzt gut gesagt. Ja, das stimmt. Und das macht das Kind so stolz und so gross, wie das ein Zwischenleiter oder nie herbringt. Also das ist so eine Identitätsstärkung. Und viele Sachen müssen wir ja auch gar nicht so verstehen. Ich erzähle manchmal auch meinen Kindern etwas, was ich in der Bibel gelesen habe und muss ihnen sagen, ich bin auch gerade, ich verstehe auch nicht, was das genau bedeutet oder wieso Gott das so gesagt hat. Was denken denn ihr da dazu? Also so, dass man mit den Kindern zusammen die Sachen auch entdeckt. Ja, ja, ich merke jetzt auch, wie Kinder realisieren, was der Papa eigentlich im Büro macht den ganzen Tag. Das ist jetzt hier auch noch, für mich jetzt natürlich noch cool zu merken, weil jetzt schauen sie auch immer rein, wer hast wieder ein Interview, wer hast du das mal? Aha, wieder der Thomas Harry. Und sie haben schon die Namen im Griff von den Leuten, die da kommen. Also sie suchen es auf wie ein Schwumm, hast du vorhin gesagt, Madeleine. Sie beobachten, wie macht das der Papa? Und das ist so eine schöne Zeit eigentlich auch. Anstrengend manchmal eben auch und man muss sich ein bisschen einen Mupf geben, für das weiterzumachen. Kuno, du beschreibst es in deinem Buch auch bei den Ferienzeiten, die bei euch ganz besondere Zeiten sind worden, wo ihr da habt, das auch mit Fun verbunden wirklich ich meine nicht so beten, das ist manchmal immer, hat das für uns Christen vielleicht noch immer so ein bisschen den Touch vom jetzt tun wir noch beten. Also okay, irgendwie uncool, finden sie vielleicht King oder weiß es nicht. Jetzt, ich habe manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich mir am Abend noch bete und dann, ja, ich tue nur mal leise, ich sage dem Schluss, nicht du, Papa. Und so. Kannst du vielleicht noch so ein bisschen aus deiner Erfahrung, auch wenn es ein paar Jahre zurück ist, das für diese Ferienzeiten erzählen, was ist dir dort wichtig? Ja, also gerade im Bett, es ist spannend, weil meine Frau und ich haben heute Abend noch einen Livestream da bei GPMC über Family Gebet. So. Darum haben sie es jetzt gerade aktiviert. Ja, mir ist es mega wichtig gewesen, oder uns, dass Kinder in Beziehung zu Jesus sprachfähig werden. Ich meine, wenn ein Kind in zwischenmenschlicher Beziehung nicht sprachfähig ist, das ist eine Katastrophe, oder? Und darum glaube ich, müssen wir es in dem Sinne mit reinnehmen. Jetzt das Problem ist, unsere Sprachfähigkeit in Bezug zu Jesus setzt an einem anderen Level ein als ihre Sprachfähigkeit. Im Zwischenmenschlichen ist es uns easy, dass ein Kind sehr einfach mit seinem Nächsten redet. Aber nur unser Gebet Sätze gehört, dann ist oft Gefahr, dass es gar nicht Teil werden kann. Oder wiederholt es irgendwelche Phrasen, die wir gemacht haben. Und darum ist es mega wichtig, so eine kreative Art vom Gebet. Zum Beispiel Reiselotto ist so etwas gewesen. Oder dann hocke ich ins Auto und sage, so, nächste 20 Kilometer, ich sage nach 10 Gegenstand, die müsst ihr finden. Wenn ihr 9 findet, gibt es eine Überraschung. So. Also das ist schon mal sicher jeder dabei, oder? Und dann, wenn sie etwas gefunden haben, Polizeiauto, oder? Okay, das ist etwas Positives. Und dann habe ich gesagt, okay, Polizeiauto, wir beten für die Polizei. Und noch vielleicht jetzt im Auto haben wir nicht so kreative Formen gehabt, wie wir das machen können. Sonst hätten wir vielleicht du da oder was auch immer gemacht. Das haben wir zwar im Auto können, aber dann haben wir für das gebetet und das ist 10 Sekunden gegangen. Oder und wir Erwachsenen haben dann endlich den Mausch aufgeholt und ja, Herr. Und irgendwie so eine Einstiegsfloskel angefangen, Herr Brösmann, danke, dass du da bist. Das kann ich fast nicht mehr hören, das ist jedes Mal kommt das. Und sagen, hey, von dem Moment an, die 10 Sekunden, ist für das Kind ist das Problem klar. Also das Problem ist das Gebet klar gewesen. Und in dem innen zu lernen, aha, ihre Sprachfähigkeit ist noch anders, also müssen wir auf ihrem Level anfangen. Und so haben wir versucht, ja, einfach, natürlich Ferienzeit, aber auch grundsätzlich einfach das Leben zu nutzen, einfach für kreative Gebetszeit. Und erstens hat jemand von den Kindern vorbereitet, einfach ein Spiel vorbereitet,
gesagt, und jeder, also jetzt zum Beispiel im Leiterli-Spiel, ist nicht der, der runtergefallen ist, kann halt zum Trost noch das Gebet wünschen. Oder so. Sondern genau umgekehrt, der, der hochkommt, oder das «Come on, jetzt darf man noch das Gebet wünschen». Und so haben wir versucht, auf eine kreative, spielerische Art mit ihnen unterwegs zu sein. Wir haben schon wie das Madeleine Häsler jetzt probiert zu leben bei euch. Wie ist das mit eben das auch auf eine coole Art probieren zu vermitteln, dass es nicht etwas ist, wo ja, also schwer beleidigt ist, sozusagen für die Kinder. Also einerseits singen wir jeden Tag ein, zwei Lieder zusammen singen und da schauen wir, ein bisschen, dass wir das so fröhliche Lieder sind, wo man vielleicht noch sich bewegen kann oder Bewegungen dazu machen kann, die Kinder cool finden. Und etwas anderes, was wir entwickelt haben, ist so ein Gebetswürfel. Das haben wir selber entwickelt und das finden unsere Kinder wirklich immer noch mega cool. Also wir haben mit dem schon angefangen, bevor sie in den Kindergarten gekommen sind. Und unsere Älteste, also auch die, ist jedes Mal noch ein Geschrei, wer jetzt darf würfeln. Und das ist wirklich eine sehr coole Sache, weil da auf jeder Seite macht man dann das, was da drauf ist. Also man tut zusammen ein Lied singen oder beim Ohr tut man zusammen hören, was Gott uns sagt. Also man lernt dann als Familien auf Gott hören und das teilen miteinander. Oder da betet man für andere Menschen, die irgendwo in der Nachbarschaft in unseren Sinn kommen. Beim Herz tut man Gott Danke sagen für irgendetwas. Oder was haben wir noch? Beim Haus. Wo habe ich das Haus? Da fürs Haus, beim Haus betet man für sich selber oder für die eigene Familie. Und das ist etwas, was wir regelmässig immer noch machen mit der Familie. Und das finden sie einfach immer noch extrem cool. Oder dass wir dann beten für die Nachbarn oder für ihre Arbeitsgespendli, dass wir dann gerade im Kreis herstehen und unsere Arme in die Region ausstrecken, wo sie wohnen. Oder dass wir einander die Hand geben und drücken und immer bei dem, wo dann der Druck ist, der darf dann Danke sagen. Oder einfach so verschiedene kreative Arten von Gebet, was wirklich sehr lebendig macht. Oder auch, dass wir einzeln mit einem Kind gehen spazieren, vielleicht sind das nur 10 Minuten und dann ganz bewusst in diesen 10 Minuten mit dem Kind reden, was beschäftigt dich, für wen könnten wir beten, kommen wir dann noch auf Gott hören zusammen und dann aber auch einzeln mit einem Kind Zeit mit Gott verbringen und nicht nur so als Familie. Und das ist auch extrem bereichernd für die Kinder. Ja. Und so im Alltag von Schule und Arbeiten und Hektik, leben wir das auch schon, aber dort ist es, wie auch der Kuno schon gesagt hat, einfach viel mehr am Rand oder es ist dann in den Ferien oder es ist am Abend, wo man sowieso schon müde ist und nicht die gleichen Energiereserven hat. Und das ist jetzt schon eine Möglichkeit in dieser Zeit, wo wir alle so daheim sind. Und darum nutzen wir wirklich die erste Zeit am Morgen, bevor es losgeht mit Arbeiten, mit Homeschooling, einfach die erste Zeit zu Gott gehören. Ja. Uno, du hast ja das auch geschrieben im Buch, du hast eigentlich für alle Kinder wie so eine spezielle Zeit da reserviert, oder? Wo du einfach mal mit dem etwas Cooles unternommen hast und wie so die Qualitätszeit, könnte man sagen, gepflegt hast. Das geht jetzt in die gleiche Richtung, was jetzt Madeleine gesagt hat, oder? Ja, wir haben immer empfunden, dass es mega wichtig ist, dass das Herz, so wie im letzten Vers vom Alten Testament, oder das Herz der Väter sich zu den Kindern wendet, von den Müttern natürlich auch umgekehrt. Auch. Und für dass das passieren kann, muss irgendwie das Herz immer wieder herkommen. Und darum haben wir wöchentlich einfach so eine Qualitätszeit gehabt, also mit einem Kind einfach. Also jede, sind alle 4 Wochen dran gekommen. Und das habe ich fett eingestrichen in der Agenda und das hat nichts zu rütteln gegeben, High Priority gewesen. Da. Und ja, und dort ist es vor allem darum gegangen, an das Herz herzukommen. Einfach mit ihm etwas machen. Das Kind hat dürfen bestimmen, was wir machen. Und natürlich mit dem einen, wo die Liebessprache Qualitätszeit ist, sind wir auf einem Bänkchen gesessen, der Sack Chips gegessen. Mit dem anderen ist man Barbie schauen, mit dem dritten ist man shooten. Wie auch immer, oder? Aber so das gemeinsam unterwegs sein. Und natürlich haben wir die Zeit immer wieder genutzt, um mit den Kindern auch tiefere Sachen auszutauschen. Das, sobald man zu Herz kommt, ist schon die Legitimation Sachen eben Fragen oder Sachen zu bewegen. Und das Zweite, was mir sehr wichtig ist, und für uns auch sehr paar, ist das authentische Leben. Unser Kind soll wissen, wenn dass wir uns etwas beschäftigen. Natürlich haben sie nicht eingedeckt mit Problemen, die sie jetzt nicht hätten können tragen. Aber unser Kind hat mich viel gesehen rennen. Weil viel gesehen, wo meine Sachen wehten, verletzt haben oder wo
wenn ich mit Situationen nicht gecheckt habe oder was auch immer. Und das authentische Unterwegssein, ja, das berührt mich bis zum heutigen Tag. Also ich merke, ich habe unseren Kindern immer gesagt, wenn der auf der Bühne anders ist als der am Küchentisch, dann holt mich ab. So, und ja, und das wünscht dir mein Wirken. Und das, glaube ich, ist die andere Ebene, die Glauben echt macht. Das finde ich noch ein sehr wichtiger Punkt, auch gerade jetzt aktuell, oder, wo wir ja auch ein bisschen verunsichert sind. Wir bekommen mal die Informationen vom BAG und dann ist es wieder so und so. Und gerade als Vater merke ich, bin ich da auch mega herausgefordert, dass ich ja selber Orientierung geben kann. Manchmal bin ich selber unsicher und manchmal bin ich auch emotional ein bisschen dumm und manne oder haben vielleicht auch mit Angst. Oder mit Druck, da haben finanziellen Druck oder wirtschaftliche Sorgen, der Job, der gefährdet ist und so weiter. Also du würdest schon sagen, das muss man nicht alles unter Verschluss halten und die Kinder nicht daher sehen, sondern man kann so teilen. Im Gegenteil, ich würde es unbedingt teilen. Und, und natürlich nicht nur teilen und sagen, es ist so scheiße, es ist blöd, so, sondern sagen, hey, was machen wir? Was hat der Jesus zu dem gesagt? Und oft haben unsere Kinder in dem Sinne, Coaching-Rolle klingt jetzt gross, aber zu sagen, hey Daddy, aber du hast doch mal gesagt, so, hey, ist der nicht jetzt dran, dem zu vergeben? Ist der jetzt, hey, aber du hast doch und so weiter. Und dann miteinander den Weg zu gehen, zu sagen, stimmt, und wir entscheiden uns für den Weg und wir werden wieder gut reden und wir werden wieder Glauben haben und das aussprechen und so weiter. Und sonst ist das alles so geschminkt, das Ganze. Und das kannst du ja sowieso nicht. Du bist als Eltern sowieso durchleuchtet. Und darum ist es besser, ja, von Anfang an mit den Kindern ehrlich zu teilen. Aber dann auch den Weg gehen, wieder zum Kreuz und wieder mit Klarheit vorwärts anlegen. Super. Madeleine gesagt hat, du hast ja im Zusammenhang mit dem Betten für andere, hast du so ein bisschen noch das angetönte Beziehung über die Familie aus oder eben vielleicht Gespendli oder so. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo man ja vielleicht eben mehr in der Familie unter sich ist, wie erlebt ihr jetzt das? Oder jetzt gerade vielleicht du, Madeleine, mit euren Kindern, weißt du, wie gelingt es jetzt, die Beziehung von den Kindern zu ihren Gespendli zu pflegen? Oder hat das jetzt einfach ein bisschen weniger Priorität? Muss jetzt das einfach warten? Oder anders gefragt auch, in der Kirche ist ja etwas vom ganz Besonderen auch, dass man so ganz verschiedene Leute zusammenkommen, von verschiedenen Families oder nicht Families, verschiedene Generationen. Und das fehlt uns jetzt ja wie. Was kann dazu beitragen, dass wir uns dann wieder mega freuen, wenn wir wieder zusammen sein können? Oder wie können wir das überbrücken? Wie können die Beziehungen gelebt und gepflegt werden, auch jetzt? Also unsere Kinder haben eigentlich wirklich keinen Kontakt zu anderen Kindern. Auch jetzt nicht gross. Und das hat denen gar nicht geschadet. Und wir Erwachsenen haben dann auch das Gefühl, ah, die sind jetzt ihre Freundinnen gesehen und sie haben dann schon mal einmal gehypt mit jemandem, aber Kinder nicht miteinander reden, die tun miteinander spielen. Und das geht jetzt halt im Moment einfach nicht. Und das schadet ihnen gar nicht. Sie sind dann halt einfach unter den Geschwistern noch viel enger miteinander. Und jetzt, wo wir ja auch mit ihnen Bibel lesen, habe ich zum Beispiel jetzt mit jedem Kind einzeln den Text aus dem Jakobus 3 gelesen, was um die Zunge geht, die Kraft der Zunge. Oder das Neue Testament ist ja voll von Beispielen, wie man mit unseren Geschwistern selber umgeht. Und wir Erwachsenen lesen das so, also unsere Glaubensgeschwister, wie man mit denen selber umgeht. Aber für Kinder sind eben die Geschwister die nicht als erstes unbedingt Glaubensgeschwister aus der Kirche, sondern das sind eben die Geschwister, die mit denen am Küchentisch hocken, was sie so nerven, was sie so verrückt machen, wo ihre Zunge einfach wieder ausschlüpft, was sie so nicht mehr wissen, wie sie miteinander umgehen. Ich habe in einem Heftchen gelesen, dass Kinder etwa alle 20 Minuten Streit haben. Und es hat mich fast ein bisschen erleichtert, als ich das gelesen habe, weil das ist bei uns also regelmässig so. Ich muss auch schauen, dass ich dann eben nicht mitschwinge. Und gerade wenn es uns so wichtig ist, dass unsere Kinder das tun, was in der Bibel steht, das hat ja auch Jesus gesagt in der Bergpredigt. Die ihr Haus auf Felsen bauen, das sind ja die das
hören, was Jesus sagt, und aber auch tun. Und welche Eltern wünschen sich nicht, dass ihr Kind sein Haus auf Felsen baut. Und darum ist es ja so wichtig, dass die Kinder lernen, die Sachen zu tun, was in der Bibel steht. Und gerade so eng in der Familie mit seinen Geschwistern, wie man da lernt, dass man eben böse Worte nicht mit bösen Worten darf umgehen, dass man den anderen muss höher achten als sich selber, dass man muss vergeben, dass man muss geduldig sein. Das sind so richtige Charakterschleifpunkte, wo unsere Kinder jetzt enorm herausgefordert sind, eben weil sie gerade keine anderen Kollegen haben zum Spielen, sondern einfach nur einander. Und Kollegen, für die tun wir halt vielleicht mehr beten. Und sonst freuen sie sich darauf, bis sie endlich wieder zusammen können spielen. Aber das schadet auch diesen Kindern gar nichts. Einfach mal. Ich frage vom Alter, ich höre es jetzt bei uns so ein bisschen von den Preteens und Teens. Dort wird es dann schon noch relevanter, die sich mega freuen, einige Wochen miteinander Chat haben oder kleine Gruppen online oder so, wo das dann wie wirklich jetzt ein Bestandteil wird von der Woche, wo sie doch eben dort die ein Älteren probieren, das aufrechtzuerhalten oder miteinander verbunden zu bleiben. Aber es ist vielleicht auch noch eine Altersfrage, gell? Das ist vielleicht etwas, was wir weitergeben können zum Kuno auch, oder? Die sind ja schon ein bisschen in dieser Phase, die Kinder bei euch, oder? Zum Teil drüber natürlich drüber aus. Drüber aus. Sie alle schon drüber aus? Ja, die Jüngste ist noch daheim, die ist ja. 18, die anderen 30 heiraten, genau. Ah ja, also. Okay. Genau, von daher sind wir nicht ganz, ja genau. Ja, ist gut. Aber es war uns immer eine Anliegen, eben sicher in das Umfeld für Jesus zu gewinnen. Und darum, das habe ich vorhin noch eine Rückfrage an Sabine in diesem Zusammenhang. Wir machen ja Programme mit zusammen, die ihr anbietet. Meine Prisma ist ja eine Top-Church, gerade evangelistisch sehr aktiv. Erreicht ihr Familien jetzt sogar mit diesem Programm, die sind noch Kirchenfern? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu eruieren im Moment. Also wir merken, wir haben schon manchmal so interaktive Sachen, wo wir sagen, schreibt uns, von wo das euch einklinkt und dann geht es über Kantone und Länder aus. Aber ob jetzt das selber schon auch Familien sind, die mit Jesus leben oder nicht, weiß ich nicht. Aber zum Teil hören wir schon, dass sie es einander weiter sagen. Oder jetzt, ja, gerade auch von den kleineren, jetzt weiß ich nicht, ob ich das da schon erwähnt habe im Vorgespräch. Die Leiterin von der Kleineren, die hat gesagt, ich erwarte, dass wir uns wieder treffen können, dass mehr Familien kommen, weil ich höre von Leuten, die reinschauen und uns als Gemeindelehrer kennen und dann schon ein bisschen vertraut sind. Ich denke, die kommen dann her. Also dort haben wir schon ein paar, ich vermute es, aber vielleicht schauen und hören die zu, freuen sich, hören es einfach mal an, lernen sie es so ein bisschen kennen. Die melden sich jetzt vielleicht nicht gerade von Anfang an, aber es ist eine Möglichkeit vom Säen, vom Weitergehen, ich denke es schon, ja. Das ist wahrscheinlich, was wir parallel können nehmen mit dem, was abgeht, sowieso auf jeder Stufe, an jeder Altersstufe, oder? Viel mehr Bewegung, Verkehr sozusagen online, im Internet, es verlagert sich dorthin und die Besucherzahlen in den Livestreams sind ja auch recht hoch, höre ich bei vielen Kirchen. Und was nachher passiert, das wissen wir tatsächlich jetzt noch nicht gerade. Aber man ist plötzlich ein bisschen mehr im Schaufenster, sagen wir es vielleicht so, oder? Ist das für euch auch etwas, was ihr bewusst thematisiert habt im Team? Und weißt du, Sabine, dass ihr plötzlich wisst, ja, wir machen nicht so den Kreis, das Grüppli, sondern die ganze Region Rapperswil hört vielleicht ein bisschen zu. Ja, also es ist ein bisschen beides. Also, dass wir so wie das weit verschenken und alle dürfen zuschauen und zuhören und wir wollen das so erwarten und so ja, einladend sein. Und gleichzeitig aber auch probieren, die Beziehungen zu pflegen und sagen, zum Beispiel verschiedene Mitarbeitende einbinden, dass sie immer wieder bekannte Gesichter sehen oder interaktive Sachen machen, die eben probieren, die Beziehung und wir gehören doch zusammen, so ein bisschen, komm, wir kennen uns, das auch ein bisschen zu leben. Also bewusst eigentlich beide Schienen, ja. Aber auch, oder wir ermutigen die Kinder, den anderen weiter zu erzählen, denen, die sie kennen, hey, schau doch auch mal rein, oder die Families den anderen weiter sagen. Ich glaube, es ist eben gerade beides eine Chance. Und vielleicht ist das noch wegen dem Weitersagen oder dass es weitere Kreise zieht. Vielleicht ist das gar nicht nur mit den Medien, sondern das, was jetzt Families in ihrer Nachbarschaft jemandem etwas zu lieb tun oder etwas weiterschenken oder ein Kind draussen einfach frisch, fröhlich ein Lied singt. Vielleicht sind das gerade noch die relevanteren, einfach die viel nahbareren Arten für Hoffnung und Freude weiterzugeben, als über die Medien.
Ja, das finde ich sehr spannend. Das würde mich noch interessieren, wie das jetzt bei euch ist. Zu Reitnau, hast du gesagt, wohnt ihr, gell? Ja. Ist entweder das so ein bisschen ein Dorf oder eine gewisse Grösse? Wir kennen es ehrlich gesagt gerade nicht. Ja, das ist schon noch sehr dörflich. Aha. Also das sind etwa 2000 Einwohner. Und also bei uns ist das auch so. Also die Leute sind jetzt vor allem in den Häusern, sie gehen vielleicht spazieren. Vielleicht tut man auf der Straße mal stehen bleiben und ein bisschen auf Distanz miteinander reden. Aber lässt die Kinder eigentlich nicht genug aneinander her. Und da läuft natürlich schon sehr viel jetzt auch übers Natel. Also da bin ich eigentlich vor allem die, wo man dann Zeit nimmt, um irgendeiner Mutter anzurufen und telefonieren und fragen, wie geht es dir? Oder die Kinder können mal ein WhatsApp schicken, und aber die Mutter muss es dann wieder dem Kind zeigen, weil unsere Kinder noch keinen Natel haben. Wo ich ganz ehrlich bin, im Moment aber sehr froh bin, dass unsere Kinder noch keinen Natel haben, gerade jetzt in dieser Zeit. Und das ist natürlich schon eine super Möglichkeit. Also ich finde, es gibt so viele gute Angebote, also auch wenn ich denke, was auch Adonia zum Beispiel macht. Die haben so viele gute CDs, Hörspiele, das sind Sachen, die man kann. Jetzt habe ich zum Beispiel auf Ostern habe ich gerade ein paar CDs bestellt und dann einfach einzelnen Familien geschickt. Und dort weiss ich, jetzt läuft die CD daheim, weil die haben jetzt Zeit. Oder ich schicke eben den Link von Kuno, oder was ich auch sehr guten Link finde, ist vom Bibel TV. Das ist so eine App auf dem Natel, wo man das Superbuch schauen kann und wo echt eine gute Botschaft hat, die einfach für Kinder mega spannend ist. Und zwischendurch tue ich auf einen Status etwas oder schicke es all meinen VIPs, die ich weiss, die haben Kinder. Und da kann man eigentlich schon viele Familien auch so erreichen. Ja. Also ich habe auch schon jetzt mit dafür gehabt, weil ich ja da die Sendungen in unserem Bastelraum direkt unter dem Dach beim Tiergarten 39 in Burgdorf, wo wir daheim sind, machen, dass ich einfach im Quartier habe gesagt, schaut mal, was hier entsteht, das moderiere nicht einfach von hier aus und schaut doch mal rein. Und ja, da ist möglich gewesen, eben so eine Ostersendung, wo sehr auch evangelistisch war, gezielt, wo wir zusammen ein Abendmahl genommen haben und so. Die Leute sagen den Nachbarn, ihr könnt ja mit uns hier auch Ostern feiern. Das wäre auch eine Variante. Oder? Also es sind alle in einer außerordentlichen Lage und durch das bringt sie es vielleicht auch automatisch ein bisschen näher. Oder? In diesen Lebenswelten, wir sind so im Gleichen dran und müssen das irgendwie bewältigen. Ich glaube, das sind schon riesige Chancen. Ich werde noch ein bisschen drinnen bleiben bei diesem Thema auch evangelistisch wirken. Vielleicht gehen wir ein bisschen jetzt halt von der Familie auch weg, so, aber es ist trotzdem auch mega spannend, weil auch der Kuno in unserer Runde hockt, der natürlich für das auch ein riesen Herz hat, das zu tun, oder? Hat jetzt zum Beispiel ja auch Sonntag so Gottesdienste durchgeführt, wo du auch geredet hast, schon zweimal auch, je nach Gesundheit hat es auch mit über ein Fenster aufgetan für das. Ich habe angestoßen, kaum ist das ganz. Entschuldigung, jetzt müssen wir irgendwie das nutzen gemeinsam. Und nachher hat man eben so, ich würde sagen, eine Auswertung gemacht, da bin ich nicht dabei gewesen. Und das wird mir jetzt nochmal ein paar Mal eine Kadenz. Aber ich kann nicht genau sagen, jetzt, wie oft. Weil einzelne Kirchen haben natürlich mit ihrem Verband etwas gemacht, andere haben selber dann etwas gemacht und so. Aber wir versuchen sicher noch dreimal, glaube ich, normal das zu nutzen. Und was wir sehr auf eine gute Art erlebt haben, ist wirklich, ja, Leute, die unter der Bettdecke fröhlich das Handy für einen Sonntagmorgen um 10 Uhr einen Gottesdienst reinziehen und sich nicht müssen outen, dass sie das interessiert, sondern genau. Und sich dann aber outen und sagen, hey, das ist echt stark gewesen oder hat mich nachhaltig berührt. So haben wir tolle Feedbacks bekommen. Von dem her finde ich schon, wir haben eine ganz neue Chance, hinter die Mauer reinzukommen, ohne dass die Leute sich müssen irgendwie vorgängig outen als Interessierte. Und das ist mir eine mega Chance. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Nachteil, weil ich glaube, das Entscheidende ist nicht, dass die Leute wirklich in einen Prozess hineinkommen, wirklich zu Jünger von Jesus werden. Das wiederum braucht Beziehungen und das kann das Internet auch nicht gewährleisten, aber mindestens vermitteln. Und wir probieren jetzt zum Beispiel die Woche auch mit einem Live-Seminar, das gestern am Abend gestartet hat, und bei LiveNet findet man auch Infos, dass wirklich ja, der erste Schritt auch wieder gemacht werden kann und etwas gesagt werden. Es waren, glaube ich, über 50 Leute dabei gewesen.
Und da passieren viele Sachen, wo jetzt eben Leute wieder den Glauben kennenlernen oder zuerst mal kennenlernen. Das ist schon etwas, was mich total begeistert an dieser Zeit. Und die Frage, die man immer näher wird, sich umdreht, wie ist es euch denn näher? Nehmen wir das mit? Oder wie das näher auch immer aussieht. Madeleine, was sind da so eure Gedanken von Gabriel und dir, auch im Zusammenhang mit dem Netzwerk Schweiz? Das würde mich auch noch wundern. Also, ich sage immer, jetzt ist ja High Season für Evangelisation, weil ich habe, schon als das gestartet hat mit dem ganzen Corona-Zeug, habe ich so wie das Bild gehabt, dass das wie eine Zeit ist, wo Gott über die Schweiz brütet. Er brütet über diese Menschen. Da passiert innerlich so viel, da bricht auf, da werden Menschen konfrontiert mit Sachen, die sie sonst immer verdrängen. Und Gott wirkt an diesen Menschen. Das merke ich schon jetzt, wenn ich mit meinen Freundinnen telefoniere und merke, was da innerlich passiert. Und ich denke, also wir planen unsere Evangelisationen, unsere Live on Stage Veranstaltungen im Herbst weiter. Wir sind ganz sicher, dass wir die durchführen können. Wir werden jetzt dann im Mai auch gerade starten mit unseren Kurs, wo wir auch schulen in Evangelisation, in einem freundschaftlichen Lebensstil, wie kann ich mit Freunden die Bibel lesen, das kann man ja alles genau gleich weiterleben, egal ob man sich jetzt in einem grossen Kreis trifft oder nicht. Und darum starten jetzt dann unsere Schulungen, vieles natürlich auch online, aber wir hoffen und beten natürlich schon sehr fest, dass sich bis im November, Dezember sich das alles so weit wieder aufgelöst hat, dass wir dann unsere Hallen können füllen können. Ja. Sabine Jäcki, ich werde dir auch noch die gleiche Frage mitgeben. Du bist natürlich spezialisiert auf den Bereich der Kinder, aber gleich auch insgesamt, so, was erwartest du oder erhoffst du dir in Bezug auf das Stichwort Evangelisation oder echt, dass man wirklich Kraft hat, in die Gesellschaft hineinzuwirken als Kirche? Was ja bei Prisma sowieso schon recht stark gegeben ist, das weiss ich, dass jetzt aber sie einen riesen Impact hat. Ja, in den letzten Wochen, wo ich auch so ein bisschen bei unseren Gemeinden von der FG Schweiz herumgelassen habe, habe ich mich bewegt, alle sehen, dass man die Kinderwochen nicht durchführen kann oder auch, dass man sich als Jungscheine nicht treffen kann. Dort können wir ja so viele Kinder einladen und sie haben so offene Angebote. Und da haben schon Teil haben jetzt mega kreative Wege gesucht und gefunden für Kiwo Online oder die Jungscheine-Challenges. Da läuft eigentlich sehr vieles an. Trotzdem irgendwie im einladenden oder evangelistischen Sinn unter Kindern. Gleichzeitig bewegt mich auch die Frage von, was ist nachher, wenn man dann wieder schon ein bisschen mehr sich treffen darf. Und mir hat letzten Freitag das, was Johannes Wirth hat gesagt, so wie wär's mit, was könnten wir im Sommer für Kids Days vielleicht irgendwie machen? Das lässt mich wie nicht los. Oder ich weiss auch schon von Gemeinden, die sagen, wir haben zwar jetzt die Kinderwoche abgesagt, aber wir machen im Herbst einen Kindertag. Oder, und dort wird die finde es wie spannend, dass wir es auf den Weg schon machen, wenn man sich dann wieder ein bisschen treffen darf, wenn man zusammenspielen kann, wie könnten wir dort coole Angebote machen für Kinder, um zu sagen, hey, let's fetz, jetzt teilen wir die Freude und wir erzählen euch noch von Jesus und wir geben euch die Liebe weiter. Dort kreativ sein für die nächsten Monate vorauszudenken. Ja. Super, danke vielmals Sabine, danke allen dreien, die sich da so hineingegeben haben in die Stunde. Wir haben ganz viel Kreatives gehört, was man machen mit den Kindern. Wir haben Ermutigendes gehört, wo eben wir Eltern, wir haben viel in Hang und ergreifen wir die Möglichkeiten, die wir bekommen haben und dass wir wirklich den Glauben können in unsere Familie hineingeben können. Ich möchte noch zum Schluss gerne den Hinweis machen auf die nächste Sendung. Du hast schon, Sabine, der Johannes Wirth gerade erwähnt. Er ist wieder dabei im nächsten Freitag im Talk. Und dann werden wir uns mehr um Leiterschaftsthemen ein bisschen drehen. Wie kann man leiten in herausfordernden Zeiten? Der Thomas Harry wird auch dabei sein, wieder vom TDS Aro, der ja auch schon viele Bücher dazu geschrieben hat. Also Leadership wird am Freitag endet das Thema sein, für die, die das den Wunder nimmt. Merci vielmals noch einmal für das Gespräch, das wir heute dürfen führen miteinander. Sabine Jäcki, Madeleine Häsler, Matthias Kuno, Kuhn, der Kuno sagt man meistens nur. Danke vielmals. Jetzt, weißt du, es ist kein Wunder, dass Kuno, du siehst noch so jung aus, darum habe ich vorher mich ein bisschen trompiert. Das ist das. Das ist gut, das tut genau. Und dir noch weiter gute Besserung, gell, mit deiner Geschichte, wo du ein bisschen dran bist. Alles Gute, Gottes Segen und Ade miteinander.